Hallo, da ist die Michaela, Wegbereiterin für dein Herzensprojekt. Und heute habe ich wieder einen Gast zu mir, bei mir im Herzensprojekt Live-Interview, Bettina Zeilhofer. Und ja, Bettina, hast du schon immer das gemacht, was du jetzt machst? Oder kommst du vorher auch aus einer ganz anderen Richtung? Also erstmals hallo Michaela, schön, danke vielmals für die Einladung zu diesem Gespräch. Nein, das habe ich auch vorher nicht gemacht. Ich komme aus einer ganz anderen Richtung. Ich bin gelernte Bürokauffrau. Und genau, ich habe meinen Weg, den ich heute gehen darf und für viele Frauen eröffnen darf, eigentlich auch aus einer Krise heraus für mich gefunden, denn ich habe mit 34 Jahren die Diagnose Brustkrebs gehabt und aufgrund dessen, dass ich dann begonnen habe, dieses Thema auch spirituell und psychologisch auch aufzuarbeiten, ja, ist einfach der Raum heute für mich entstanden, den ich für viele Frauen zur Verfügung stelle und anbieten kann. Es ist ja oft so, ne, dass wir eine Krise oder eine große Herausforderung in unserem Leben haben und dann beginnen auch umzudenken, ob da nicht noch mehr sein könnte. Ich kann das auch sehr gut nachvollziehen. Ja, dein Herzensprojekt, magst du ein bisschen mehr darüber erzählen, was das ist oder ob du auch aktuell ein Angebot hast? Ja, also mein Herzensprojekt ist eigentlich auch aus meiner Krankheit heraus entstanden, dass ich verstehen wollte, wie werden wir krank? Das war mir sehr wichtig. Und da habe ich einfach auch das Glück gehabt, wunderbare Ausbildungen machen zu dürfen, um das dann auch in erster Linie natürlich für mich selbst nutzen zu können, um mich selbst auf der körperlichen und energetischen Ebene besser kennenzulernen, verstehen zu lernen. Und ja, daraus haben sich dann einfach auch meine Behandlungsräume ergeben. Und in weiterer Folge war es dann irgendwann mal so, dass eigentlich meine Klientinnen zu mir gesagt haben, kannst du nicht mal so ein Tagesseminar machen? Das ist immer so spannend, wovon du so erzählst und uns eintauchen lässt. Und daraus sind dann eigentlich meine Frauenkreise entstanden. Dann einfach quasi ins kalte Wasser gesprungen und habe gesagt, okay, gut, dann biete ich mal einfach einen Tag an. Und ich habe auch nur mit zwei Frauen begonnen. Und ja, das mache ich jetzt mittlerweile über 13 Jahre, dass ich jedes Monat einen ganzen Tag lang einen Frauenkreis anbiete, wo wir ganz unterschiedliche Dinge machen. Wir haben immer ein Tagesthema, darüber erzähle ich ein bisschen was. Wir gehen in einen Redekreis, wir tauschen uns aus und ich biete unterschiedlichste Übungen an. Wir singen aber auch oder tanzen und ja, machen Rituale. Also ganz, ganz viele Dinge, die wir aber auch dann in unseren Alltag mit einbinden können und das auch an unsere Kinder weitergeben können. Ja, und daraus ist dann auch eine Ausbildung entstanden, nämlich zur Frauenkreisleiterin und Prozessbegleiterin. Die ist 2019, ja, sozusagen ins Leben gekommen. Ich habe 2 Jahre lang es in mir getragen. Ich habe 2 Jahre lang gebraucht, dieses neue Baby in die Welt zu tragen. Denn diese Art der Ausbildung gibt es in Österreich, in Europa eigentlich noch gar nicht. Und dadurch war es mir auch total wichtig, etwas gut Getragenes in die Welt zu bringen, das ein gutes Fundament zur Verfügung stellt, in dem die Frauen in diesen 2 Jahren die Möglichkeit haben, spirituell, körperlich, geistig und seelisch sich zu entwickeln, im besten Fall vielleicht selbst zu heilen, selbst zu erkennen. Ja, und das ist mein Baby, das ist das, wofür ich brenne und ich auch sehr, sehr dankbar bin, dass so viele Frauen uns das Vertrauen auch schenken, weil es ist keine Selbstverständlichkeit in Zeiten, wie wir sie auch jetzt gerade erleben, dass jemand dir auf so lange Zeit, eben diese 2 Jahre, dir dein Vertrauen schenkt und in ein ganz ein neues Feld hineingeht. Genau. Und das Ziel ist dann, also dass die Frauen dann selbst auch Frauenkreise initiieren, oder? Genau. Also es gibt eben diese zwei unterschiedlichste Räume,
den einen Raum für diejenigen, die zu mir kommen wollen, zu meinen Frauenkreisen, die sagen, das reicht mir, ich möchte einfach etwas für mich Gutes tun, ich möchte es mir erlauben, einen Tag aus meinem Alltag auszusteigen, aus meinen Verpflichtungen, aus meinen, all dem, womit ich mich halt beschäftige. Und ich möchte diesen Tag ausschließlich für mich nutzen, ja, mich selbst kennenlernen, mich erfahren, auch mir die Frage zu stellen, was hat das eine oder andere für einen Sinn in meinem Leben? Und für diejenigen, die sagen, okay, ich möchte selber lernen, solche Räume zu begleiten, zu eröffnen, die haben die Möglichkeit, diesen anderen Raum bei mir zu betreten und mit meinem Team gemeinsam, weil wir sind mittlerweile auch schon ein Team, diese 2 Jahre mit uns gemeinsam zu gehen, um einfach für andere Frauen diese Räume zu eröffnen. Ja. Wieso glaubst du, ist es wichtig, dass Frauen in ihre Kraft kommen? Ja, das ist eine spannende Frage. Das hat etwas mit Selbstermächtigung zu tun. Ich kenne das aus meinem früheren Leben. Ich hatte gar nicht das Potenzial der Möglichkeit, überhaupt so große Räume, wenn ich mein Leben als einen Raum oder die Möglichkeit vieler Räume zu bezeichnen. Ich hatte das gar nicht gesehen, dass es das gibt. In meinem Leben gab es Familie, da gab es Urlaube, da gab es einen Job, eine Ausbildung, die man gelernt hat. Und das war's. Und da war nicht sehr viel Kraft, da war nicht sehr viel Eigenes, da war sehr viel Übernommenes von Eltern, von Lehrern, von Freunden, von Nachbarn, wem auch immer. Aber da war nichts Eigenes. Und diese Kraft, die für Frauen so wichtig ist, zu erkennen, welches Potenzial liegt in dir, ja, und was möchtest du mit diesem Potenzial der Welt schenken? Ja, und es geht ja auch in unseren Ausbildungen ja nicht darum, dass die Frauen so werden, wie ich es bin, sondern wir wollen die Frauen darin unterstützen, sich selbst zu erkennen. Weil jede Frau, ob jung, mittel oder alt, jede Frau trägt eine spirituelle Weisheit in sich, Fähigkeiten, Begabungen, wie auch immer wir das alles nennen wollen. Und es geht genau darum, diese Schätze sichtbar zu machen, fühlbar zu machen und die auch lebendig werden zu lassen, um sie dann auch im Leben, ja, mit viel Freude nach draußen zu tragen. Ja. Voll schön. Ja, ja, ich denke auch, also, dass wir Frauen ja über Jahrhunderte auch unsere Rolle hatten, aber jetzt schon langsam aus dieser alten Rolle auch aussteigen dürfen. Und ich glaube, da braucht es Vorbilder, die schon dort sind, wo wir Frauen auch dann hingehen können und die dabei unterstützen. Also finde ich eine voll schöne Aufgabe, die du da hast. Ja, weil du das auch so schön sagst, für mich ist es auch ganz wichtig, auch selber, auch wenn ich für viele Frauen vielleicht eine Vorausgeherin bin, so gehe ich trotzdem im Gleichschritt mit ihnen. Das ist mir ganz wichtig. Ich bin nicht jemand, der von der Bühne runterspricht oder von einer Kanzel oder sonst irgendetwas, sondern deswegen treffen wir uns auch in einem Kreis, wo ich auf Augenhöhe, auf Herzhöhe mit den Frauen gemeinsam in den Erfahrungsraum eintauche. Ja? Und somit bleibe auch ich weiterhin Schülerin des Lebens. Das ist ein Ausdruck, der mir sehr gefällt, ja? Schülerin des Lebens zu bleiben. Ja. Nein, ich glaube auch, dass wir immer gegenseitig uns unterstützen. Ja? Und dass auch von den, also wir sind halt dann vielleicht zufällig die Leiterin oder die Trainerin oder der Coach, ja. Aber ich glaube, dass wir umgekehrt auch ganz viel dann mitnehmen und dann wieder in unser Leben integrieren. Ja, voll. Ist auch bei einer Lehrerin, einer Volksschullehrerin. Genau. Nimmt sich hier auch ganz viel mit von ihren Kindern aus der Klasse. Ja,
Allein der Spaß, den man miteinander haben kann. Ja, oder auch wenn, weiß ich nicht, ein Kind in die Verweigerung geht, ja, auch ja. Das, weil das tut ja dann was mit einem, ja, und genau. Da werden ja dann unsere Muster gekitzelt und unsere Glaubenssätze und ob die noch immer Berechtigung vielleicht haben, ja, oder ob wir sie jetzt dann doch mal loslassen dürfen. Ja, voll. Bettina, steckt noch eine größere Vision dahinter, hinter deinen Frauenkreisen, hinter deinen Coachings? Ja, die Vision ist in erster Linie, also wenn wir es wieder von meinem Ursprung jetzt her betrachten, meine Vision ist darin, den Frauen auch mitzugeben, dass in uns das Selbstheilungspotenzial schlummert. Da ganz wichtig ist, dass wir Ärzte, Therapeuten, Energetiker und wie sie alle heißen, dass wir da jemanden an unserer Seite haben, die uns vielleicht beraten, die uns vielleicht, ja, wenn es mal auch sein muss, operieren. Aber alles Weitere, der ganze weitere Heilungsprozess liegt in uns. Ab dem Moment, wo wir uns entscheiden für etwas, wo wir eine Notwendigkeit und einen Sinn dahinter sehen und dann die Frauen dorthin zu begleiten, erkennen, welche Kraft, da kommen wir wieder zurück, welche Kraft in uns schlummert. Ja, weil viele von uns sind ja so in diesem Funktionieren, in diesen täglichen, diesen Anforderungen des Lebens dazu, ja, zu entsprechen und vergessen dabei ganz, wenn es dann mal zu einer Krise kommt, wenn es zu einer Krankheit kommt, dass so viel Weisheit, so viel Selbstheilungspotenzial in uns schlummert. Wir müssen uns nur wieder daran erinnern, dafür mache ich Räume auf und uns die Zeit auch dafür geben. Ja? Und deine Zeit ist eine andere als die meinige Zeit. Ja? Auch das anzunehmen. Und das ist meine Vision, den Frauen das wieder in ihre Hand zurückzugeben. Und auch die Vision, dass Frauenkreise für sich selbst schon ein sehr, sehr heilsamer Raum ist. Genauso aber auch, das ist mir auch so wichtig, dass ich das betone, genauso auch Männerkreise. Ja, es gibt natürlich auch die gemischten Kreise, aber es ist nochmals eine ganz andere Erfahrung, wenn Frauen beisammensitzen und wenn Männer beisammensitzen, weil wir unterschiedlichste Themen haben, weil wir eine andere Art und Weise haben, miteinander zu sprechen, miteinander zu kommunizieren. Und da geht es nicht darum, ob zu bewerten, ob das gut oder schlecht ist, sondern das anzunehmen, dass es einfach anders ist. Es sind einfach andere Energien. Voll. Ja, also weil wir sind ganz einfach so von unserer Evolution her, haben wir unterschiedliche Rollen schon immer gehabt. Ja, also unsere Körper sind unterschiedlich. Ja, und ich denke, da kann man nicht sagen, na, also da muss man jetzt alles gleich machen. Ja, sondern im Gegenteil, ich glaube, es ergänzt sich halt so gut. Ja, also wenn jeder und jede in ihrer oder seiner Kraft ist, ja, dann kann da viel was Größeres entstehen draus. Absolut. Ja, genau. Liebe Bettina, noch als Abschluss, hast du einen Tipp, den du mitgeben kannst, wenn jemand sein Herzensprojekt umsetzen mag? Was wird da helfen? Also aus meiner Erfahrung kann ich dir sagen, dass es sehr, sehr hilfreich sein kann für dich, wirklich herauszufinden, wofür du brennst. Und zwar dieses Brennen nicht nur im Kopf, im Sinne von wow, cool und ja, das könnte mir Spaß machen oder so, sondern dass du dieses Brennen wirklich in dir, in deinem ganzen Körper spürst, in deinem Bauch, in deinem Herzraum. Und dass du schaust, wie du dieses Brennen, dieses Feuer in dir immer, ja, immer groß halten kannst. Ja, weil oft erlebe ich es ja, dadurch, dass ich jetzt Ausbildnerin seit vielen Jahren bin, ich unterrichte ja auch die Klangschalenausbildung bei uns seit über 7 Jahren. Und ich merke immer wieder, wie schnell das Feuer erlischt. Und Kunst des Dranbleibens, das ist schon eine große Herausforderung. Und umso mehr wir eben darauf schauen, dass dieses Feuer in uns groß und mächtig und fühlbar ist, dann können wir das auch nach draußen tragen. Wenn es nur im Kopf ist, wird es irgendwann mal mühsam und dann schmeißen wir es wieder leichter hin.
Ja, na, da gebe ich dir voll recht. Das erlebe ich auch immer, also bei meinen Coachings, die Leute gehen mit Begeisterung hinaus, ja, und nach 14 Tagen wird es dann immer schon oder nach einer Woche manchmal vielleicht sogar immer weniger und weniger. Darum unterstütze ich ja da auch längerfristig. Also ich mache zum Beispiel auch keine Einzelcoachings, weil ich halt ganz einfach auch will, dass die Leute tatsächlich ihr Herzensprojekt dann umsetzen und wirklich da dranbleiben. Und deswegen unterstütze ich da auch längerfristig ganz einfach. Ja. Und es hilft nur, also wenn man zum Beispiel sich, weiß nicht, einmal im Monat oder alle 14 Tage telefonisch kurz austauscht und nochmal drüber redet und oder ich habe auch so Netzwerktreffen, wo wir uns dann einmal im Monat treffen und wenn man dann mit anderen Gleichgesinnten zusammen ist, ja, also wo man dann sich austauscht und über das Herzensprojekt redet oder auch über die Herausforderungen redet, die gelegentlich, ich meine, die kommen halt dann auch ganz einfach. Ja. Ja, es ist ja nicht so, dass alles dann immer gleich so auf Schiene ist und leicht geht. Wir haben ja unsere Muster, die, wo wir halt da auch wieder hineinkippen. Ja, ja. Ich werde immer wieder mal gefragt, warum bist du so erfolgreich geworden? Ich möchte so werden wie du, wenn du deinen Weg gegangen bist. Und ich sage dann, weißt du, vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich in dem Feld immer drinnen geblieben bin. Mhm. Ja? Auch mein spiritueller Lehrer, mein Mentor, der Professor Jackes, ja, seit 16 Jahren ist er derjenige, zu dem ich gehe, wenn ich Unterstützung brauche. Ja? Früher, wo er noch seine Seminare angeboten hat, bin ich zu meinen Ausbildungen noch zusätzlich zu ihm gegangen. Ja? Also ich habe es wirklich intensiv praktiziert. Ja? Und man darf sich auch wirklich die Frage stellen, möchtest du ein bisschen selbstständig sein oder möchtest du durch und durch selbstständig sein? Und durch und durch selbstständig heißt, das bist du 24 Stunden lang. Ja, das wird sich dann vielleicht mit den Jahren, wenn sich dann schon so ein bisschen eine Sättigung ergeben hat, wird sich das vielleicht ein bisschen stundenmäßig reduzieren. Aber am Anfang müssen wir wirklich hundertprozentig das machen. Und wenn nicht, dann ist es die Frage, ob es vielleicht noch besser ist, ein bisschen selbstständig und vielleicht noch einen 20-Stunden-Job. Hm. Ja, aber wenn du wirklich da voll ausschließlich nur davon leben möchtest, ja, dann musst du brennen dafür, dann musst du schauen, dass du wirklich in diesen Räumen bleibst und so, was, genauso wie du gesagt hast, kontinuierlich zu deinem Coach, zu deinem Mentor in Kreise gehen, wo andere Menschen genauso für ihre Sache brennen oder für die gemeinsame Sache brennen, ja, und zusätzlich auch dieses Dranbleiben, diese 24 Stunden wirklich es auch zu leben. Also nicht nur einen Mantel sich an umzuhängen, sondern zu dem werden. Also ich bin ja das, was ich heute nach draußen trage. Das ist nicht nur ein Mantel, den ich mir umhänge und dann nach meiner Arbeitszeit mit meinen Klientinnen wieder ausziehe, sondern bin ich. Das macht einen Unterschied. Ja. Na, weil das strahlt man dann auch aus, ne? Also ja. dass man in dieser, weil dann bleibst du in dieser Energie auch drinnen. Ja, voll. Ja. Vielen lieben Dank, liebe Bettina, für das Interview. Du bist dann auch so lieb und verlinkst unten deine, ich glaube, Mondhütte heißt dein Seminarzentrum, deine Kontaktdaten. Also wenn jemand mehr über die Frauenkreise wissen will, dann, dass er weiß, wo sie sich bei dir melden kann. Mhm. Und ich freue mich, habe mich sehr gefreut, dass du heute zum Interview da warst. Ich danke dir vielmals, Michael. Es war mir sehr wirklich gerne. Eine große Freude. Danke für das schöne Gespräch.